Die Lufthansa-Jahreshauptversammlung wirft ihre Schatten. Die Lufthansa hakt die Krise mental ab. Airbus erhöht die Produktion des A320, hat ein bisschen Sorgen mit dem A321 XLR. Und der A380er kommt vielleicht wieder bei Lufthansa. Aber ganz großes, ganz dickes vielleicht. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge geht es natürlich um die Lufthansa und die Schatten der Jahreshauptversammlung, aber nichtsdestotrotz kommentiert, liked, Glocke an und abonniert. Ich habe es jetzt mal rückwärts gesagt, damit es für die, die jeden Tag zuschauen, nicht langweilig wird. Für mich übrigens dann auch nicht. Also danke, dass ihr uns abonniert habt, Glocke angemacht habt. Lufthansa. Man hat eine stark gestiegene Ticketnachfrage gehabt und oder hat sie immer noch. Und ich hatte ja auch auf der A4E, Airlines for Europe, Carsten Spohr ja auch gelauscht, wie er gesagt hat, kaufen Sie jetzt Tickets, wenn ich mit meiner Rede zu Ende bin. Es wird teurer. Und genau das ist das, was auch der Trend ist. Im ersten Quartal hat man ein Minus von 584 Millionen Euro gemacht. Und das waren 44% weniger als noch im stärker, in dem letzten Jahr, was halt wirklich noch stärker unter dem Einfluss von Corona und Covid war. Der Umsatz hat sich verdoppelt. Man ist bei 5,4 Milliarden Euro angekommen, hat damit also wirklich die Zahl der, Passagiere mit 13 Millionen innerhalb dieses Jahres vervierfacht. Ja, ganz genau vervierfacht. Und man hat auch diese ganzen Einschränkungen, die es gab, und das sagte Carsten Spohr in seiner E-Mail, weitestgehend überwunden. Und er möchte jetzt diese Krise mental abhaken und man geht wieder in die Offensive. Das ist zu merken. Und das Gesamtjahr, das Ergebnis im Tagesgeschäft soll sich halt wirklich weiterhin verbessern. Und das Frachtgeschäft ist nach wie vor profitabel. Es boomt, es macht, es gibt Gas. Eine Prognose will der Konzern aber auch weiterhin nicht wagen. Auch in Brüssel hatte man da Abstand von genommen. Ein Unsicherheitsfaktor ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Und auch ein Thema, was in Deutschland sehr stark die Gassen rauf und runter getragen wird, zu Recht, ist die Inflation, die steigenden Energiekosten. Und das ist genau das Thema. Diese Kerosinungewissheit ist bei der Lufthansa auch da, auch wenn man sehr viel Kerosin gehedged hat, heißt also Kontingente schon gekauft hat in der Zukunft zu einem fixen Preis. Und man muss sich halt wirklich auf höhere Ticketpreise einstellen und zwar aus vielerlei Gründen. Warum? Ganz einfach, Flughafengebühren werden teurer. Und Remco Steenbergen, das ist der Finanzchef, sagt, dass die Kosten natürlich weitergegeben werden müssen. Die Lufthansa kann das mit ihren geringen Margen nicht auffangen und kompensieren. Das ist so, in der Luftfahrt sind die Margen halt nicht so hoch. Im laufenden Jahr will die Lufthansa auch auf 75% der Vorkrisenkapazität zurückgehen. Im Sommer geht man davon aus, dass es so viele Urlaubsreisende gab wie noch nie oder gibt wie noch nie. Die Austrian hat ja auch zum Beispiel mehr Flüge als vor Covid im Sommer. Also der Rekordsommer steht vor uns, aber höhere Ticketpreise. Die Lufthansa hat auch sehr viel Geld eingenommen. Also insofern sagt man, dass man die Staatshilfen, die in Deutschland schon lange zurückgezahlt sind, in der Schweiz auch bis Jahresmitte zurückgegeben werden sollen. Von der staatlich gesicherten Kreditlinie mit 1,5 Milliarden Franken sind ja auch nur 210 Millionen in Anspruch genommen worden. Nur in Anführungsstrichen, aber nichtsdestotrotz, das sollte man halt wissen, dass es ein Kredit ist und nicht irgendwie in irgendeiner Weise so wie bei anderen Fluggesellschaften hier, nimm, mach mal, gib mal Gas. Also insofern da einfach gute Zeiten für die Lufthansa. Für uns als Passagiere natürlich, wenn die Preise steigen, nicht so optimal. Was bei Airbus auch nicht so optimal ist, ist, dass man Probleme mit dem A321 XLR bekommt. Aber lass uns erst auf das Positive eingehen. Die A320 Neos
werden in der Produktion auf 75 Maschinen erhöht. Ganz genau. Also das ist ja auch besprochen worden. Man hatte das ja auch angekündigt. Aber das soll halt wirklich stark ausgebaut werden. Ab 2025 75 Stück pro Monat. Und das ist relativ viel. Das einzige Dilemma ist halt einfach, dass die Maschinen natürlich wesentlich mehr nachgefragt werden. Gut, wir können jetzt die 50 Maschinen vernachlässigen von Qatar, die dann quasi doch nicht vergeben werden müssen. Aber man hat bei Airbus mit einem unerwarteten Milliardengewinn zu tun. Ja, ganz genau. Also insofern ist es doch okay. Es gibt aber auch eine Schattenseite und das ist der A321 XLR. Der sollte ja starten bald, sollte mit der Erprobung losgehen. Das erste Flugzeug ist ja auch schon fertiggestellt. Es kreisen ja auch schon Bilder rum mit Triebwerken dran, alles. Es sieht so aus, als ob es direkt losgehen würde. Aber man sagt so, das Problem war, dass es bei dem Tank ein Problem gibt. Die möchten da irgendwelche Veränderungen haben, dass man da halt insofern eine Optimierung hat. Ganz der Grund erschließt sich mir nicht. Airbus hat ja auch mit Boeing zu tun gehabt, dass man von Boeing aus das Ganze torpediert hatte, so nach dem Motto, das wäre nicht sicher und so weiter und so fort. Aber schauen wir einfach mal, wie es ist. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass der XLR dann auch irgendwann in die Luft geht und das zeigen kann. Was mir natürlich persönlich Angst macht, 7 Stunden in so einer engen Kabine. Auch wenn diese Business-Class-Kabine teilweise, die man ja schon in der 737 MAX gesehen hat, oder aber auch in den LR-Versionen bei der SAS, ja, sie sind hübsch, aber schauen wir einfach mal. Und noch einen kurzen Ausblick, der Faurie, das ist der CEO von Airbus, gesagt hat, man möchte einen bereinigten operativen Gewinn von etwa 5,5 Millionen Euro erreichen. Dafür möchte der Konzern 720 Flugzeuge ausliefern. Und natürlich ist die A320-Neo-Serie die größte Maschinenproduktion und Cash-Produktion für die. Die Produktion des A350 und der A330-Neo bleiben natürlich sehr, sehr gedrosselt. Also insofern haben wir das alles einmal abgearbeitet. Ihr könnt ja unten einmal kommentieren, was ihr sagt. Sagt ihr, ob diese XLR, die 8700 Kilometer fliegen können soll, ob das für euch ein Flugzeug ist, wo ihr sagt, hey, da freue ich mich drauf, das ist toll. Oder sagt ihr, Narrowbody eher nicht. Oder sagt ihr einfach, ich freue mich für Airbus. Ich weiß es nicht. Also ich bin auf eure Kommentare gespannt zum Thema Airbus, aber natürlich auch zur Lufthansa, zu den steigenden Ticketpreisen aufgrund der gestiegenen Lebenskosten. Wer Probleme hat im Moment ist Air Baltic. Ja, das verwundert einen, weil die sympathische Fluggesellschaft aus Riga doch eigentlich relativ gut am Markt positioniert ist. Sie machen einmal das Beste aus dem, was sie haben. Das heißt also, sie haben ein eigenes Streckennetz, haben eine neue Basis aufgenommen, letzten Montag in Tampere, Finnland, fliegen von da aus ja München-Frankfurt zum Beispiel an und haben selbst Maschinen, die sie eigentlich nicht selber brauchen konnten, haben sie einfach im Wettlease weggegeben. Dann haben sie eine 737-900ER von Ukraine International Airlines angemietet und damit sagte Air Baltic, dass man damit das Programm abfliegen kann, was man halt hat. Ich habe da die Möglichkeit gehabt, mit jemandem vom Air Baltic zu sprechen in Tampere und sie sagte, ja, es gibt da so ein paar Probleme und da kam jetzt quasi auch die Pressemitteilung heraus, dass man natürlich 5 Flugzeuge mit Crews, also im Wettlease, nach Stuttgart und Düsseldorf gibt, damit die Eurowings da fliegen kann. Dann hat man da nochmal 12 der 34 A220 auch weitergegeben. Aber man hat da ein Riesenproblem. Ist das ein Problem, dass die, weil sie da was überschätzt haben oder sowas? Nein, sondern das Problem ist die Teileversorgung. Also es gibt da ein Problem, dass man bei den A220ern ein Teileproblem hat. Welches Teil selber, weiß ich nicht. Man hat dann neben dem von Ukraine International geleasten 737 auch einen Airbus A320 von Danair gemietet. Danair. Und Flight Global hat halt wirklich zitiert, dass halt die stockende Ersatzteilversorgung das Problem ist. Ich weiß es nicht, ob es ein adäquates Produkt ist, die 737 von Ukraine Airlines oder aber auch von dann, die 319er. Ich persönlich bin ein großer Fan der 220.
Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, hey, wenn ich den auf meinem Flug habe, schwierig? Oder sagt ihr, it is wie it is? Also insofern schauen wir uns das Ganze einfach mal an und hoffen, dass das uns persönlich dann selber nicht betrifft. Ein Thema, was ein Hoffnungsschimmer ist für viele da draußen, weil so oft lese ich unten in den Kommentaren, hey, A380er bei der Lufthansa, Lufthansa ist doof, dass der 380er nicht zurückkommt, Lufthansa kennt das nicht, was der Kunde will und wie auch immer. Und es gab ja auch bei dieser Meldung jetzt schon Kommentare auf allgemeinen Kundenwunsch. Jetzt lass uns das Ganze mal einfach einordnen. Lufthansa hat A380er in Touruel stehen. 14 Stück hatten sie, 6 Stück sind ja schon verhökert wieder zurück an Airbus. Aber es gibt da wohl so einen kleinen Lichtblick für alle Fans. Carsten Spohr hat immer gesagt, der A380 kommt nicht zurück. Und ich komme jetzt wieder auf Brüssel, weil da hat er auch gesagt, niemals. Und er hat das auch in verschiedenen Magazinen gesagt, dass es halt wirklich endgültig vorbei sei. Sie kommt bei Lufthansa nicht wieder, war im Spiegel zum Beispiel. Und es gibt aber etwas, was die Meinung von ihm eventuell geändert haben könnte. Und das ist die 777X. Die kommt halt erst in 2025. Und wenn man da dann einfach mal guckt, was der Herr Spohr sagt, er sagt, was haben wir noch im Hause, was im Sommer 2024, Sommer 2025, wo wir davon ausgehen müssen, dass die Kapazitäten nicht durch die 777X geflogen werden kann, in die Luft gebracht werden kann. Das heißt also, man hat sogenannte Pufferflotten. Pufferflotte wäre zum Beispiel nur so 43-600, die ja im Moment noch in Frankfurt fliegt, dann nach München runtergeht. Und dann die 340-300er, das sind ja alles Flugzeuge, wo wir wissen, dass die wegkommen. Also das heißt, dass das Flugzeuge sind, die da sind die Tage gezählt. Und da könnte der 380 genauso zu einem Puffer werden, wie bei Qatar Airways zum Beispiel die 380er geworden ist, weil da ja mit der 350 diese Lackprobleme sind mit den über 20 Maschinen, die ja jetzt gegroundet sind. Dann sagte er beim Stichwort A380, da hat sich unsere Position nicht geändert. Und dann kommt es Spannende. Wenn die Nachfrage so stark wäre, dass wir sogar gezwungen wären, die Option 380 wieder zu ziehen, wäre ich der glücklichste Mensch. Das sagte Carsten Spohr, das ist ein Originalzitat. So, das heißt also, dass diese 14 Flugzeuge, die geparkt sind, 6, die an Airbus verkauft werden und im Oktober 2022, November 2023 ja an Airbus dann auch zurückgehen, ist das halt ein Hoffnungsschimmer, so sage ich mal. Und deshalb ist es ein ganz, ganz dickes vielleicht davor. Und jetzt geht die Frage an euch natürlich. Hey, ist das eine Option 380? Können die in Frankfurt nicht rechnen und verstehen die Emotionalität nicht? Oder ist es einfach für uns ein emotionales Thema mit dem 380er, dass wir ihn haben wollen und wir verstehen die Zahlen und die Arithmetik dahinter nicht? Also insofern Riesenprobleme, die wir damit haben. Ich weiß jetzt nicht, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Soll Lufthansa den 380 wiederbringen, wenn es auch nur temporär ist? Was ist eure Meinung dazu? Also insofern bin gespannt, was ihr dazu schreibt. Jetzt kommen wir zum Thema und da muss ich gerade einen Beitrag hochholen, beziehungsweise eine E-Mail. Und zwar, viele von euch beschweren sich ja über die zu vollen Lufthansa-Lounges oder Lounges im Allgemeinen, die voll sind. Dann das nächste Thema ist natürlich die Auswahl der Lounges, dass die nicht okay ist, weil das, was da angeboten wird, suboptimal ist. Aber wie immer im Leben mit einem geschenkten Gaul schaust du nicht ins Maul, du nimmst das, was du kriegst. Wenn wir uns jetzt mal das angucken, was die Delta ihren Kunden geschickt hat, und da gehe ich einfach mit meinen Augen wieder auf den anderen Bildschirm, sagen die einfach, dass man ein Valued Guest ist, also ein geschätzter Kunde oder Gast. Und unser Team ist bemüht, dir die Premium Lounge Erfahrung zu geben, die du erwartest und vor allem auch, und das ist das Wichtigste, derer du wert bist. Ja? Expect and deserve. Und um dieses in die Worte im Englischen, elevated service, also diesen gehobenen Service mit einem neuen und modernisierten Club eine
Robust Food, also robusten Food, Essens- und Getränkeangebot und Premium Amenities, um das ganze Club Experience nochmal zu bereichern. Ich finde, das ist Poesie pur für mich. Aber im Prinzip heißt es nichts anderes als, das ist auf allgemeinen Kundenwunsch oder sowas. Man will ja, aber man kann nicht. Und jetzt kommt aber das Problem. Man will ab 1. Juni damit starten, dass man die Lounge nur 3 Stunden bis zum Abflug, und zwar der Scheduled Departure, betreten kann. Wenn man ein Connecting Passenger ist, dann ist das egal. Da kannst du so lange bleiben, wie du willst. Aber wenn du vor Abflug länger als 3 Stunden rein willst, Problem. Dann alle abfliegenden und auch transferierenden Kunden, also beziehungsweise die auf Verbindungsflügen sind, mit der Ausnahme von ankommenden Kunden, ist halt so, die dürfen in den Lounge. Also das heißt 3 Stunden. Und da muss man halt einfach gucken. Natürlich gibt es die Ausnahme, wenn es einen Flugverspätung gibt und so weiter und so fort. Und man möchte damit halt die Erfahrung in der Lounge für die Leute verbessern und optimieren. Jetzt natürlich die Frage an euch. Ist das ein Weg, um die Lounge leerer zu bekommen und für die, die drin sind, da eine Möglichkeit zu finden, dass sie die Lounge besser finden, weil halt Platz da ist, weil das Essensangebot nicht so zerfleddert ist? Ich weiß es nicht. Oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, das ist eine Kostengeschichte? Ich selber ich war manchmal früher als 3 Stunden vor Abflug in der Lounge. Aber das lag dann daran, weil ein Termin zum Beispiel entweder geplatzt, verschoben, früher beendet war. Also insofern, es hatte immer einen Grund. Es war jetzt nicht wirklich dieses Launchitating oder diese Ausnutzung der Vorteile. Also insofern, das war nicht so mein Thema. Ich habe das sicherlich gemacht, als ich meinen Hon das erste Mal hatte, 2004 oder wann das war, in die FCLs, und habe das auch genossen. Aber ist das für euch eine Einschränkung, dass man nur noch 3 Stunden vorher darf? Weil wenn man ehrlich ist, wie in den Flughäfen kommst du ja auch erst 3 Stunden vorher rein, weil du vorher keine Bordkarte kriegst, weil die nicht automatisch ausgestellt wird. Es wird natürlich jetzt etwas besser im Rahmen von Covid, weil nicht mehr ganz so viele Dokumentationen kontrolliert werden müssen. Ich hatte ja zum Beispiel auch für einige Strecken mittlerweile die Bordkarte, die ich vorher nicht hatte. Will man wirklich am Flughafen vorher abhängen? Ich weiß es nicht. Aber hier ist ein Thema, wo man sagt, eure Meinung ist gefragt. Ist es etwas, was ihr gut findet, oder ist es etwas, was ihr schlecht findet? Schreibt einfach in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn wir dazu eins austauschen können. Wenn ihr einfach auch eine Glocke anmacht, ein Like da lasst, nachdem ihr uns abonniert habt natürlich, und ich sag einfach kommentiert. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff, und wir waren bei der 126. Sendung oder sowas, ne? Also wir gehen hier richtig knallhart, ja, 126. Sendung. Also wir gehen knallhart weiter, und danke dafür, dass ihr treue Zuschauer seid und dass die Zahlen steigen. Vielleicht schaffen wir die 2000 diesen Monat. Das Ziel wäre 2000. Also, ladet Leute ein für den Kanal. Danke. Also, bis dann. Ciao.